Du, Robert? Ja? Ich brauche mal deine Hilfe. Ich habe jetzt aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass man den Anker werfen soll, wenn man noch draußen ist. Jetzt hängt der hier so senkrecht im Wasser. Und ich vermute, dass es nicht so einfach ist, wie loszufahren und dann den Anker zu lichten. Weißt du? Du bist ja stark. Und da habe ich gedacht, ob du das vielleicht machen möchtest. Normalerweise ist das so, wenn jemand das gemacht hat, derjenige, der muss das machen. Das ist Frauensache, ja? Ich habe ja gehört, die polnischen Männer sind besonders zuvorkommend. Natürlich hilft mir Robert. Er ist mein Gastgeber und gebürtiger Masure. Man braucht einfach nur Kraft. Oder einen starken Mann dabei. Masuren. Das ist nicht bloß ein Reiseziel, es ist irgendwie auch ein Sehnsuchtsort. Erinnerung an Vergangenes liegt in der Luft. Aber auch Freude auf Natur. Das Land der tausend Seen liegt im nordöstlichsten Winkel Polens. Ich will Masuren entdecken, und zwar vom Wasser aus. Dafür habe ich Verstärkung mitgenommen. Hier mein Kameramann Michael. Außerdem unser Tonmann Christian, der ist übrigens auch hier geboren, und unser Assistent Joshua. Und eben Robert Wrobel. Mein Schiffskompagnon will mir seine Heimat zeigen. Auf diese Gegend freue ich mich und auf das, was wir erleben werden. Auf dem Wasser und an Land. Schön, dich live zu sehen. Nein, in Polen dreimal. Oh. Eins, zwei, drei. Nur die Männer oder auch die Frauen? Die Frauen müssen nur stillhalten. Die Frauen müssen nur stillhalten. Das ist ja toll. Schön, dich zu sehen in Danzig zum ersten Mal. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ausgerechnet an der schönsten Straße in Danzig, Frauengasse. Mhm. Wir sehen den Rest, was? Ja, gerne. Komm. Zugegebenermaßen ist mir Robert noch etwas fremd, obwohl wir schon ein paar Mal telefoniert haben und er mich, Stand jetzt, schon dreimal geküsst hat. Wir sind jetzt gerade in der Rechtstadt. Rechtstadt. Rechtstadt, das ist das berühmte Teil von Danzig, die zu Hansa gehörte auch. Dieses Stadtviertel ist das älteste Teil, wird angenommen, es wurde bei dem Jahre 960 gegründet, bei Motlau, nicht weit von der Weichsel. In Danzig kann man herrlich herumstromern und dieses appetitliche, goldschimmernde, fossile Harz kaufen, in fast jeder Form. Der Handel damit und eine eigene Zunft haben Danzig den Titel Welthauptstadt des Bernsteins eingebracht. Wer sich traut, kann selbst über den Seitenarm der Motlau paddeln und die Stadt vom Wasser aus erkunden, neben den etwas größeren Schiffen. Auch wir nehmen schon mal Kontakt mit dem Wasser auf. So, das ist für dich. Danke. Dla pani ist które? Ten pierwszy? Ten dla pani, tak? Ten dla mnie. Dobra, also soll ich als Erster einsteigen? Das ist für dich. Nee, lieber La Pani zuerst einsteigen, falls was schief geht. Nee, du kannst auch zuerst einsteigen, okay. Wie du willst. Pani heißt Dame. Eins der immerhin 10 Worte, die ich kann. Robert hat Deutsch in der Schule gelernt und in den Ferien bei seiner Oma in Deutschland geübt. Seine Vorfahren waren Ostpreußen. Wer zuerst am Krantor ist? Ja, können wir machen, sein wird. Ich habe Angst. Er ist nicht weit. Hier in Danzig hat Robert Germanistik und Geschichte studiert.
Zwischen der Rechtsstadt und der Speicherinsel, da ganz hinten, sehe ich schon Danzigs Wahrzeichen, das Krantor. Also original ist der Kranton aus dem 14. Jahrhundert. Damals das war das Land der deutschen Ordensritter. Mhm. Denn ab dem Jahre 1308 gehörte Danzig an die deutsche Ordensritter. Mhm. Also kann man sagen, es wurde von den Danziger Kaufleuten gebaut. Obwohl damals die meisten Einwohner in Danzig waren deutsche Kaufleute. Ja, wo wollen wir denn? Ab jetzt? Ja, dann kommen wir auf eine Höhe. Okay? Ja. Gerne würde ich behaupten, ich lasse ihn gewinnen. In Wirklichkeit bin ich abgelenkt. Okay, du hast gewonnen. Ich habe mich schlau gemacht. Danzig war immer wieder Schauplatz für Wendepunkte im Weltgeschehen. Zum Beispiel hat hier mit dem Angriff von Nazi-Deutschland auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen. Und in den 80er Jahren haben die hiesigen Werftarbeiter mit ihrer Streikbewegung Solidarność das Ende des Kommunismus losgetreten. Die Generation von Robert und mir hat eigentlich nicht mehr viel auszusöhnen. Und trotzdem hakt es ab und zu zwischen den Deutschen und den Polen. Wir beide reisen jedenfalls unter der Fahne der Freundschaft. Dafür schaffen wir uns zuerst eine Grundlage. Die besteht aus Wildschwein- und Entenpastete, Blutwurst, Rind, Truthahn und Hering. Vegetarier müssen in Polen ganz stark sein. Abstinenzler übrigens auch. Wow. Das ist Mahandel. Mahandel. Kompliziert. So einfach. Ja, das ist ja deutsch. Goldwasser. Der Name ist deutsch. No? Mahandel and Goldwasser. They're Kellner Martin erzählt, dass der Kräuterlikör Danziger Goldwasser vor über 400 Jahren hier erfunden wurde. Auch der Wacholderschnaps Machandel stammt von hier. Beide Schnäpse wurden nach Geheimrezepten von Danziger Familienunternehmen produziert. Die haben nach dem Ersten Weltkrieg Niederlassungen in Berlin und Oldenburg gegründet. Und der Schnaps wird heute noch aus Deutschland angeliefert. And send it to Danzig. Yes, and they send it. Oh, okay. Der Machandel wird traditionell mit einer getrockneten und geräucherten Pflaume und einem Zahnstocher serviert. Ein Schiff mit Schiffsmast soll das sein. Im Interesse der Seefahrer ist es immens wichtig, die Trinkanleitung hierfür genau zu befolgen. Also in Polen muss man stoßen. Zuerst. Was sagt man? Zum Wohl. Na zdrowie auf Polnisch. Na zdrowie. Ist Polnisch. Verrückt. Okay, da gehen die Instruktionen nach. Ja. Rausnehmen. Das kann ich. Essen. Essen. Der Stein ist links, die Pflaume ist rechts. Dann trinken. Also im Prinzip fluten, ohne das Schiff zu versenken, damit es heil wieder zurück in den Hafen kommt. Stein wieder rein. Und? Mast brechen. Und dann reintun. Achso, richtig durchbrechen. Alle. Geschafft. Die nächste Aufgabe wartet schon. Jetzt Rhabarber. Gibt's nur na zdrowie. Rhabarberlikörchen. Ja, genau. Also, na zdrowie. Na zdrowie. Oh, das war gut. Stark ist es nicht. Um das Goldwasser ranken sich verschiedene Legenden. Martin erzählt die vom Neptunbrunnen hier um die Ecke. Aus dem kam nämlich das Wasser für den Schnaps. Neptun war genervt, weil die Leute andauernd Goldmünzen in seinen Brunnen warfen und hat vor Wut mit seinem Dreizack in die Münzen gestochen. Daher das feine Gold. Noch ein? Nein. Danke. Dann kommt die Königin zum Schluss. Die Königin kommt zum Schluss. Danziger Goldwasser. Julia, nach der polnischen Tradition zuerst antassen. Was sagt man da? Na zdrowie, sagt man da. Na zdrowie. Das ist aber der letzte für heute.
Zu Hause trinke ich nie. Gerade fühle ich mich hier äußerst willkommen und irgendwie aufgewertet. Ich glaube, da sollen keine Goldblättchen bleiben. Ich habe alle Goldblättchen im Mund. Gehen wir. Ja. Und, wie geht's dir? Frische Luft, ja, hervorragend. Nach den Getränken? Mir geht's sehr gut. Gehen wir links, was? Gehen wir links. Mit Gold im Mund und Schwips im Kopf segeln wir in den Danziger Abend. Das ist es? Ja, ich glaube, das ist unser Spot. Wir wollen ja auf dem Wasserweg Richtung Masuren reisen und sind jetzt im Weichselwerder, nicht weit von Danzig. Da hat Robert nämlich einen alten Bekannten. Pół godziny spędziliśmy przed bramą. Cześć, Łukasz. Cześć, Robert. Julia. Julia. Łukasz Krajewski baut Hausboote und vermietet sie an Hobbykapitäne. Von ihm wollen wir lernen, wie man so einen Kahn überhaupt steuert. Das müssen wir nämlich bald selber können. Sieht sehr schön aus, das Boot. Also, fahren wir los. So, Kapitän Lukas ist an Bord. Ja. Die Passagiere setzen sich. Kann losgehen. Hey. Ich muss jetzt genau aufpassen. Da sind wir nicht mehr Landratten. Jetzt sind wir keine Landratten mehr, genau. Lukas hat dieses Hausbootmodell selbst entworfen. 7 Personen können an Bord übernachten. Soweit sind wir noch nicht. Heute geht's nur ums Üben. Wir schaffen es gerade pünktlich zur Hebebrücke bei Rübina. Die wird nämlich nur alle paar Stunden geliftet. Das Mündungsdelta der Weichsel eignet sich großartig für Hausboottouren. Wir schippern gemütlich entlang der Elbinger Weichsel in Richtung Osten. Die Landschaft und das langsame Tuckern machen mich ganz ruhig. Wir Passagiere sind allerdings nicht nur zur Dekoration an Bord. Ich, oh, bin ich dran? Oh, toll. Ich habe aber noch keinen Führerschein. Also Bootsführerschein. Hast du keine hier? Nee. Diese in Holland für Hausboote brauchen wir keine Führerschein. Okay. Ich habe mich vorbereitet mit der Mütze hier. Ansonsten nicht. Ja, oh. Bis aufs Geradeauslenken geht es aber überraschend gut. Ich habe einfach Talent. Robert, willst du auch mal fahren? Ich kann schon alles. Hast du schon alles? Hast du schon alles gemacht? Einparken kommt erst später, weißt du? Du musst erst mal die Basics lernen. So wie es scheint. Oh, Moment. Okay, jetzt geradeaus. Zu dem oder zu dem? Nächster. Dieses geradeaus. Ja, aber gerade. Ja. Okay. Wuka steigert den Schwierigkeitsgrad. Anlegen, ohne was kaputt zu machen. Neben dem Albatros? Immer geradeaus. Mhm. 30 Grad. 30 Grad Winkel? Ja. Meinte ich auch. Hm? Okay. Und jetzt? Und jetzt einfach drauf zu? Alles okay. Jetzt schon neutral? Oder noch jetzt nicht? Jetzt neutral. Ja, Ruder rechts. Ja, ist ganz rechts, jetzt zurück. Nochmal. Okay, alles neutral. Neutral? Ich will gestern. Und jetzt? Okay. Zack. Bestanden. Das war super gemacht. Sag ich doch, Naturtalent. Hast du gehört? Perfekt, hab ich gehört. Super, ja? Schön.
Jeder kann ja irgendwas gut und dafür was anderes gar nicht. Ich zum Beispiel bin kein Fahrradfreak. Weil Robert aber ein leidenschaftlicher Radfahrer ist und mir etwas bieten möchte, habe ich einfach nicht das Herz, ihm das zu sagen. Also machen wir die aus seiner Sicht schönste Radtour in Ostpolen. Die geht über die sogenannte Frische Nehrung, eine schmale Landzunge zwischen der Ostsee und dem frischen Haff. Die Nehrung ist 70 Kilometer lang und mündet in den Königsberger Bezirk. Da wären wir dann schon in Russland. Mir reichen die ersten 8 Kilometer. Oh, wie schön. Das ist was. Das ist echt schön. Robert war als Kind nie am Meer, weil seine Eltern für Strandurlaub nicht das Geld hatten. Jetzt gucken wir zum Nordpol von hier. Genau, zu den Schweden. Da ist Schweden. Er sah die Ostsee zum ersten Mal als Student. Für ihn ist übrigens T-Shirt-Wetter. Mir klappern die Zähne. Nach 4 Stunden erreichen wir Krynica Morska am frischen Haff. Er topfit. Ich erschöpft und durchgefroren. Wie viele Kilometer waren das jetzt? Insgesamt bis nach Krynica 15. 15? Ja klar, Seemeilen vielleicht. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Mir tut alles weh. Ich will nie wieder Fahrrad fahren. Wie? Aber es war ganz toll. Die Route war ganz toll. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Ja, der Tag war lange. Robert hat sich verfahren. Hat den Weg nicht gefunden. Was? Ist hier, der Masure, weißt ja, du? Ja. Aber welche Weg? Die spinnt. Wir haben uns doch eben verfahren. Wir sind doch 2 Kilometer umsonst geradelt. Soll ich mal hier vorbei? Das ist ein bisschen. Ist dir nicht kalt? Du bist im T-Shirt gefahren. Es war erfrischend, muss ich dir sagen. Erfrischend? Erfrischend, nicht kalt. Wenn der Masure sagt, erfrischend, dann war es eigentlich super kalt, oder? Ein bisschen kälter wie normalerweise. Aber noch mit Biefkostplätzchen. Du würdest es nicht zugeben. Wokasz friert natürlich auch nicht. Er bringt uns mit seinem Hausboot auf die andere Seite des Haffs. Kurz nach Sonnenuntergang erreichen wir Frauenburg, das heutige Fromborg. Ich will nur noch ins Bett. Ah. Dankeschön. Ich gehe mal hier so runter. Da steht er? Da steht er. Ja. Mann, war das ein langer Tag. Julia, bitte? Nee, kein bisschen. Kaum ausgeschlafen, bekomme ich einen Geschichtskurs. Robert kennt sich ja aus. Er erzählt von dem Mann, der nach Feierabend nachgemessen hat, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersherum. Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus war hier als, kann man sagen, die Funktion als Finanzminister Ermlands. Wir sind jetzt in Ermland. Ach so, der war gar nicht als Wissenschaftler hier. Nein. Astronomie war das sein Hobby. Ach, das hat er nur nebenher gemacht? Nebenbei, selbstverständlich. Das war kein Beruf. Der studierte in Italien Medizin und Jura. Mhm. Und kam dann nach dem Studium nach Ermland zu seinem
Onkel. Mhm. Der Onkel war der Bischof von Ermland. Mhm. Und da zuerst war der, der Leibarzt von seinem Onkel. Er kam als Arzt, ja. Wurde Finanzminister. Kann man sagen, ja. Und als Hobby hat er Astronomie gemacht. Und später mal hat sich entwickelt, dass das ein sehr talentierter Mann ist. Und dabei kam er andere Funktionen. Mhm. Und zwar in dieser Kathedrale, in der Kopernikus als Domherr eingesetzt war. Robert hat uns mit einem Bekannten verabredet, der sich in seiner Freizeit mit dem Astronomen beschäftigt. Stanisław Kubrianiok. Dzień dobry. Das ist Julia. Stanisław. 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 So, das ist unsere Welt. Stanisław macht auch Führungen auf dem Domhügel und weiß so ziemlich alles, was Kopernikus in Frauenburg getrieben hat. Zum Beispiel, dass der Kirchenmann lieber außerhalb der Dommauern wohnen wollte. Da hatte er nämlich einen Garten. So, und hier war jetzt sein Haus? Also geradeaus. Geradeaus. Das da? War gewesen, weil heute nur Fundament im Keller. In dem Garten neben dem Domhügel verbrachte Kopernikus viele Nächte mit Sterne vermessen und fand heraus, dass nicht etwa die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht. Er schrieb alles auf, starb aber noch vor der Veröffentlichung an einem Schlaganfall. Schlaganfall, rechte Seite war er gelähmt und im Mai ist gestorben in Frauenburg, ohne Chance, den Werk in den Händen zu haben. Oh, ja. Das ist traurig. So ist passiert. Und er wurde in der Kirche anonym beerdigt. Anonym? Ja. Jetzt scheiden sich die Geister, ob er wirklich hier beerdigt ist. Vielleicht oder sicher? Wir sind fast sicher. 2005 wurde bei Ausgrabungen hier in der Kathedrale ein Männerskelett gefunden. Und jetzt kommt's. Die Nase war deformiert. Was noch? Deformierte Nase. Wir wissen, dank Archiv, dass Nikolaus Kopernikus einen Unfall in Thorn gehabt hat und Effekt deformierte Nase. Später wurde in einem Buch von Kopernikus ein Haar gefunden. Die DNA davon wurde mit dem Skelett von hier abgeglichen. Und siehe da, Übereinstimmung. Also für mich ist die Sache klar. Für mich eigentlich auch. Auch wenn es laut Stanisław immer noch Zweifler gibt, die Kopernikus Grab hier nicht so recht glauben wollen. Ich bin Team Frauenburg. Ich sag bloß, was alle sehen. Wir sehen deutlich eine moderne Denkmal für Nikolaus Kopernikus. Mhm. Ob nun Denkmal oder echte Grabtafel, darunter im Kirchenboden ist ein Sarg. Und höchstwahrscheinlich liegt darin der große Astronom Nikolaus Kopernikus. Und da ist alles von ihm drin. Die kleine Stadt am frischen Haff ist zu Recht stolz auf ihren prominenten Bewohner. Kilometer weiter liegt Elbing, das heutige Elblong. Wir sind ausgeruht und fit für ein weiteres Erlebnis mit Wukasz. Der hat auf seinem Hausboot übernachtet, wir im Hotel. Hallo Wukasz. Hallo. Dzień dobry. Dzień dobry. Neuer Tag. Witam na pokładzie. Vielen Dank. Cześć. Also, fahren wir weiter, ja? Weiter geht's. Ja, heute. Wer fährt? Vielleicht du, was? Okay, ich versuche. Von der ehemaligen Hansestadt führt der gleichnamige Fluss durch den Weichselwerder in den Drausensee. Jeder macht, was er kann. Ich Boot steuern, Robert Wissen beisteuern. Hier eigentlich, Julia, hier ist eine ungewöhnliche Landschaft. Mhm. Weil hier vorne, wo der Drausensee ist, gleich kommen wir zu dem, das war früher mal Ostseebucht. Da drüben, vor 1000 Jahren, also circa bei dem 10. Jahrhundert, gab es eine Handelssiedlung, die hieß Trusso. Überrest hat man vor einigen Jahren erst entdeckt, eben an dem östlichen Ufer. Das war eine Handelssiedlung der
Prutzen, wo sogar die Wikinger kamen. Aber die Prutzen waren hier sozusagen die Ansässig. Ureinwohner? Ureinwohner, genau. Nie gehört. Warum kennst du dich da eigentlich so gut aus? Mit der Geschichte, meinst du? Ich habe es in Danzig mit Germanistik angefangen. Nach einem Jahr aber kam ich zu der Entscheidung, das ist ja zu wenig, weil ich habe zu viel Zeit. Da habe ich angefangen mit der Geschichte. Aber da habe ich gleich das erste und das zweite Studienjahr gemacht. Als ich Ach, bist du so ein Überflieger? Ja, ich weiß es nicht. Als ich auf dem dritten Jahr dann Germanistik war, da war ich dann schon auf dem zweiten Jahr von Geschichte. Toll. Ich hatte in Geschichte eine 4. Heute würde ich es anders machen. Ich mag Geschichte. Dann erreichen wir ihn, den legendären Oberlandkanal. In dem fahren die Schiffe, Achtung, bergauf. Und das machen sie hier seit über 160 Jahren. Und muss man dann da drin stehen bleiben? Da musst du an der Seite. Hier, muss ich raus jetzt? Der Stieg. Diese Anlage ist absolut Hightech. Ich hau jetzt auf den Gong. Super. Wenn die Lore sich zu bewegen beginnt, ja, dann müssen wir den Bug, also das vordere Teil, ja, bis hier halten. Jeszcze. I teraz chyba jest dobrze. Okay. Julia? Normalerweise fahren hier viel größere Boote. Unser kleines Hausboot verschwindet fast im Transportwagen, als der sich aus dem Wasser schiebt. Diese Schiffseisenbahn wurde ursprünglich für den Holztransport angelegt und ist eigentlich ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit. Sie funktioniert nämlich ganz ohne Strom, nur mit Wasserkraft. Bäm! Ich bin in eine andere Zeit gebeamt. Wir fahren tatsächlich mit unserem Boot bergauf. Das war die erste der 5 sogenannten geneigten Ebenen. Ein bisschen rechts, ein bisschen, ja. Okay, rechts. Okay, gerade. Okay. Ohne berühren. Jetzt noch 4. Hier kann man das im Prinzip ganz gut sehen. Das ist die letzte. Ah, das ist das hier, was ich gesagt habe. 13,22 Meter, 24, also insgesamt. Das ist immer der Höhenunterschied. Guck mal, 99,5, also fast 100 Meter Höhenunterschied. Wie funktioniert das jetzt? Eigentlich ganz einfach. Einfach, aber genial, würde ich sagen. Einfach, aber genial. Ja, ja. Wenn ein Schiff reinfährt, dann wird das Wasser von dem Seitenkanal auf die Turbine gelenkt. Das Wasser fährt nach oben. Nach unten, mhm, und so wird das Ganze angetrieben. Von diesem Seitenkanal, das Ende ist in dem unteren Teil. Und deshalb musste ich den Gong schlagen, damit die wissen, sie müssen hier oben die Turbine angreifen. Genau, genau. Deswegen das Haus von dem Mann ist hier eben da oben, da unten. Ja. Da sieht er, wenn das Schiff reinfährt in, ja, die Lore. Ja. Und mit dem Gong gibst, mhm, du das Zeichen für ihn, mhm, dass du schon bereit bist, nach oben zu kommen. In dieser Falle nach oben. Muss er dann noch hier rüberlaufen? Hier. Oder kann er dort einfach hier sitzen diesen bleiben? Draht? Da ist ein Draht, siehst du? Ja. Hier, wo diese grünen Pfeiler sind. Da hinten, der dünne. Und das Draht geht genau in das Maschinenhaus. Ach, da, der kleine, ja. Okay. Genau, das heißt, der Mann von dem Wachtposten. Der haut auch irgendwo drauf? Nein. Nein? Der schiebt nur diesen Draht. Und da weiß er, da ist eine Glocke, dass da eben schon. Da ist eine Glocke? Das will ich jetzt sehen. Gehen wir. Wir müssen auch gar nicht so lange warten, wie befürchtet. Denn das nächste Schiff gibt auch schon laut. Hier braucht's noch 2 starke Arme und dann heißt es Wassermarsch. Die Turbine wird durch das Wasser aus dem Seitenkanal angetrieben. Das System ist von 1860 und wurde erst vor kurzem general überholt. Egal wie groß, die Schiffe werden scheinbar mühelos hochgezogen bzw. runtergelassen, wie bei einer Standseilbahn.
Und jetzt sind wir wieder dran. Oh. Stunden dauert dieses Abenteuer. Ich fühle mich wie auf dem Jahrmarkt und möchte nach jeder Ebene jubeln, nochmal. Ganz ehrlich, warum soll ich Fahrrad fahren, wenn ich das hier haben kann? Unsere Etappe mit Wukosch geht hier zu Ende. Das nächste Boot müssen wir selbst steuern. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ich bringe ein paar Freunde mit. Okay. Die sollen sich alle dieses Wunder ansehen. Ja. Alles Gute. Dużo zdrowia. Zdrowia. Ja. Stopy wody pod kilem. O. To dla mnie. To później. To dla mnie. Dla ciebie, dokładnie. Cześć. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und das nächste Wunder gleich mit. Mittlerweile sind wir in der Region Ermland im historischen Ostpreußen. Da liegt Gierzwałt, früher Dietrichswalde, das polnische Lourdes. Ein heiliger Ort. Das ist eine besondere Stelle, Julia, die ich dir zeigen wollte. Nämlich, wir sind in Dietrichswalde bei einer Quelle und einem Ahornbaum hinter uns. Angeblich vor 150 Jahren geschah hier ein Wunder. Zwei Mädchen, die sind nach der Kommunion nach Hause gegangen. Und zuerst einer, später mal auch der zweite, ist Maria erschienen. Maria hat zu diesen Mädchen auf Ermländisch geredet. Mhm. Und das war für diese, nicht nur für diese zwei Mädchen, aber auch für die Bevölkerung von großer Bedeutung. Und dieser Wunder, wo die Maria in der Heimatsprache angesprochen hat, erweckte auch das religiöse Leben in Ermland. Und die Ermländer begannen auch, sich als Ermländer zu fühlen. Und das stärkte ihr Regionalbewusstsein und das der polnischen Bevölkerung in Ostpreußen. Dieser Wunder ist der einzige Wunder jetzt in Polen, der als Wunder von der katholischen Kirche offiziell akzeptiert wurde. Ach so, das ist richtig aufgeschrieben. Also nur, Achtung, hier ein Wunder. Ja, genau. Das Einzige. Deswegen auch die Stelle und die Quelle, an der wir jetzt gerade stehen, ist sehr bekannt, sehr berühmt. Hier kommen im Jahr circa 1 Million Pilger. Kann man es trinken, man kann sich auch waschen. Guck mal, man kann sich auch waschen. Gesicht waschen. Wenn du angeblich die Augen wäschst, dann werden die Augen immer gesund. Ja, das geht nicht, ich habe Wimperntusche. Das kann ich jetzt nicht machen. Ja, ja, ich weiß. Warte, ich kann ja so ein bisschen. Dann bleiben die Augen immer gesund. Und die Frau bleibt immer jugendlich. Guck mal, top. Muss ich auch versuchen. Es wirkt sofort. Also auf jeden Fall. Ich kann da ein bisschen mehr. Du darfst ein bisschen mehr nehmen. Ich muss ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ja. Wichtig ist der Glaube daran. Da kann ich mir was abfüllen. Ne? Selbstverständlich, ist ein Muss für jeden, der hier kommt. Jeder füllt sich was ab. Deswegen kommen so viele Leute hier. Das ist wirklich gut. Super. Ich habe mein Augenwasser dabei. Kann ich heute Abend noch mal benutzen. Bleibst du nicht nur für Abend, aber für die ganze Ewigkeit jung. Jung, ja, ich bleib für die ganze Ewigkeit jung. Das wäre ein äußerst willkommenes Wunder. Außer den Pilgernden kommen auch solche, die einfach das frische Quellwasser schätzen. Miłego dnia. Viel Spaß. Danke. Der sagte in der Sommerzeit, das Wichtigste, in der Sommerzeit sind hier so viele Leute und nehmen sich das Wasser von dieser Quelle, dass man da sogar etwa 2 Stunden warten muss. Oh, bis man hier überhaupt hier kommt an die muss Quelle. Muss man Schlange stehen? Wir hatten Glück heute.
Ich glaube, Wunder macht Hunger. Gott sei Dank ist Ermland auch für sein herzhaftes Essen bekannt. Das ist ja richtig voll hier. Da ist Julia. Urszula Gajewska leitet das ermländische Gasthaus in Giertschwaud und lädt uns in die Küche ein. Toll. Dzień dobry. Dzień dobry. Was ist das? Das sind die ermländische Klussen, glaube ich, kann man so übersetzen. Klüsschen? Sind das kleine? Ja, Klüsschen. Ja, Kartoffeln. Aus Kartoffelmehl. Ja. Okay. Und das da? Das sind Zinsauki. Das sind die ermländische Pierogen. Da ist was drin. Komischer Name, Zinsauki. Zinsauki. Ja. Was ist da drin? Kartoffeln mit Schinken, sehe ich. Was ist da noch drin? Schinken. Speck. Und Speck. Speck. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen? Für wie viele Leute hat er heute gekocht? Für wie viele Menschen? Na ilu ludzi pan dzisiaj? 90. Für 90? 90. Sie sprechen Deutsch? Ja. Ah, alles klar, er spricht Deutsch. Kapusta. Mag ich gerne. Mag ich total gerne. Mit Kümmel. Guck mal. Oh, und mit Karotten. Sieht gut aus unten. Riecht gut. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ich freue mich schon. Und jetzt wird probiert. Dziękujemy bardzo. Habt ihr Glück, dass ich schon wieder Hunger habe. Es gibt Kartoffelpuffer mit Fleisch und Gemüse, zeppelinförmige Klöße mit Speck, mit Grütze gefüllte Teigtaschen, Kartoffelkuchen, mit Pflaumen angemachten Kohl und Sauerkraut. Jak? Wszystko dobrze? Das war ganz lecker. Super. Na to fajnie. Cieszę się bardzo. Essen macht zwar meistens glücklich, aber manchmal eben auch nostalgisch, erzählt uns Urszula. Gerade gestern waren zwei Männer hier in unserem Alter und die haben da gegessen, unter anderem auch diese Klüssen, die wir auch heute probiert haben. Und einer nachher ist zu ihr gekommen und sagte, sie haben mir mit dieser Klüssen meine Kindheit erfrischt, an meine Kindheit erinnert, wie meine Oma gekocht hat. Lange Zeit schienen diese Rezepte verloren. Diese Gerichte, die wir bekommen haben, die Rezepte dafür bekamen die von den alten Büchern, Kochbüchern und auch von den alten Einwohnern, die hier nach dem Krieg blieben. Und das waren Deutsche? Das waren Deutsche dann, ja. Das heißt, das sind eigentlich deutsche Gerichte? Ermland gehört an Deutschland. Wenn die im Laufe der Zeit jemanden in Deutschland gefunden haben, der sich mit der ermländischen Küche auskannte, der wurde hier eingeladen und die Frauen dann haben gekocht hier und haben gezeigt, wie das geht. Und von denen kommen dann die Rezepte? Danke. Das dadurch entstandene Rezeptbuch darf ich zum Nachkochen mit nach Hause nehmen. Ist allerdings auf Polnisch. Wir gehen auch jetzt, ne? Ja, gehen wir auch. War reichlich. Urszula fragt, ob sie mich umarmen darf. Na, ich bitte darum. Danke für das schöne Essen. Robert? Dreimal. Dziękuję serdecznie, tak? Do zobaczenia. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy bardzo. So, weiter. Toll. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde in diesem Gebiet ganz viel ausgelöscht. Da finde ich es irgendwie tröstlich, wenn kleine Traditionen wie die alten Gerichte wieder aufleben. Für uns beginnt morgen die nächste Wasseretappe. Da wollen wir die masurischen Seen erobern und ein Hausboot selbst steuern. Bei Ankunft in Węgorzewo, früher Angerburg, ist das Wetter noch freundlich und vielversprechend.
Doch dann hat es die ganze Nacht geregnet. 9 Grad, so soll es auch bleiben. Am Hafen herrscht Katerstimmung. Einige Bootsbesitzer haben die halbe Nacht gefeiert und sich das Wochenende schön getrunken. Auch unser Bootsvermieter ist unpässlich. Das ist es? Das ist unser Rest. Das ist aber schön. Gefällt mir. Gefällt dir was? Aha. Warte mal, machen wir so. Okay, gib mir deins. Mein kleines Gepäck ist nicht schwer, nur groß. Oh. Der Bootsbesitzer hat seinen Neffen geschickt. Oh, ist ja voll die Edeljacht. Dzień dobry. Da ist Konrad, das ist Konrad. Julia. Das ist Julia. Konrad. 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 Robert. Druck. Konrad erklärt uns alles, was er wichtig findet. Was er uns nicht erklärt, erfahren wir noch früh genug. Motor an. Okay. Wir sind noch angebunden. Alles klar, noch sind wir angebunden. Alles klar, verstanden. Wir ausschalten. Und hier, ganz wichtig, die Hupe. Tak, tutaj mamy klakson, nie będziemy może włączać. Tak, dokładnie. Wycieraczki. Wipers. Wycieraczki. Scheibenwischer. Ich hau mich weg. Jetzt kommt das alles Entscheidende. Kajüten aufteilen. Kamera, Ton, Robert, Julia. Genau. Würde mir gut gefallen. So machen wir es. So, jetzt geht's los, Robert. Wer darf fahren? Ich glaube, du. Ich? Du hast das meiste gelernt. Ich habe Angst. Pass auf, wir machen das so, weil ich die schöne Kajüte habe, darfst du zuerst fahren. Darf ich zuerst? Wunderbar. Von deiner Seite. Mach keinen Mist. So, Leinen sind los und ich bin an Bord. Ist das verrückt? Das ist total verrückt. Was allerdings noch verrückter ist, wir sind das einzige Boot, das heute ausläuft, obwohl ja Wochenende ist. Und irgendwie kommen uns alle anderen entgegen. Robert ist schlau und schaut nochmal in die Wetter-App. 40 Kilometer pro Stunde. Das ist schon eine Warnung. Die geben schon eine Warnung. Wir fahren hier bei Wetterwarnung los und sind beide noch nie Hausboot gefahren, außer mit Wokasch. Von 30, also ab 16 Uhr ist es weniger. Wir können aber sowieso nicht wenden, weil das hier im Kanal verboten ist. Das ist der Mauersee beim Nebel. Der Mauersee. Und da fahren wir jetzt auch drüber, oder wie? Nee, Robert, ganz ehrlich, das können wir nicht machen. Nee, das können wir auf keinen Fall machen. Das traut mich nicht. Ja, wir drehen um. Und warten 1-2 Stunden. Nach der Wettervorhersage in 2 Stunden soll es besser sein. Ja. Das hatte ich mir ja anders vorgestellt. Ich habe Nordpolen gesagt, nicht Nordpol. Totaler Anfängerfehler. Zum Mitschreiben. Wenn alle anderen Boote im Hafen bleiben, dann hat das einen Grund. Scheiße. Wir trauen uns jetzt auch nicht zurück in den Hafen. Das ist zu peinlich. Deshalb legen wir etwas außerhalb an. Langsamer, glaube ich. Gut, dass ich wenigstens das kann. Ich hoffe, dass das hält. Ganz bestimmt. Dass wir hier nicht wegfliegen. So, warten wir jetzt den Sturm hier ab, ja? Ja, wir warten ab. Okay, dann komm. Es muss Spaß machen. Ja, das macht total Spaß. Ich mach mal hier alles zu. Machen wir das Beste draus. Immerhin ist niemand über Bord gegangen.
Die Rollenverteilung in der Kombüse ist eher ungewöhnlich. Die Kapitänin kocht selbst. Wer kocht denn eigentlich in Polen? So unterschiedlich, selbstverständlich. Es ist nicht so wie früher mal im 19. Jahrhundert. Wie war es denn da? Frauen selbstverständlich. Heute nicht so, aber immer noch. Polen sind eher konservativ und eher Frauen kochen zu Hause. Ich koche für dich. Und lerne was fürs Leben. Mach mal so, das mache ich immer zu Hause. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist die Anordnung meiner Frau. Ihr schält die Champignons? Ja. Ehrlich? Und wenn man das nicht macht? Ich weiß es nicht. Ganz bestimmt kann man das überleben. Dann bin ich so aus. Ja. Erst dann wird es geschnitten. Dann ist das Champignons sauber. Wenn man sowas nicht machen würde bei Champignons, dass das schlampig geschneiderte Champignon sein. Und wer will die dann noch essen? Der sieht nackt und schutzlos aus. Ist doch nicht schön. Hat das auch deine Frau beigebracht? Ich habe in der Hotelfachschule gelernt. Unter anderem, da hatten wir Kochen. Das kann er also auch. Bei meinem polnischen Matrosen kommen immer mehr Qualitäten ans Licht. So dick werden wir nicht an Bord. Aber die Champignons. Hervorragend. Also, die hast du ganz toll geschnitten. Das ist doch wie im richtigen Hotel. So, die erste haben wir. Dann geht sie zusammen. Toll. Gefällt mir. Jetzt brauche ich nur noch gutes Wetter morgen. Den Teller leer gegessen haben wir ja. Also, wir versuchen es noch mal mit diesem Boot. So, mit der Karte. Heute fahren wir mit Karte. Wissen wir mit der Karte. Das bringt was. Guck mal, wir sind immer noch hier oben, wo wir eigentlich losgefahren sind. Bis hierhin sind wir gekommen. Panikattacke, umgedreht, wieder zurück. Das war gestern. Das war gestern. Heute möchten wir hier ankommen. Das ist extra, sehen wir sehr schön. Steinort. Sehr schön. Okay. Zweiter Versuch. Der Sturm ist vorbei und der Mauersee heute nicht mehr halb so bedrohlich wie gestern. Das Wetter passt aber immer noch hervorragend zu dem düsteren Ort, den mir Robert zeigen will. Auf einer Landzunge zwischen zwei Seen und im Zweiten Weltkrieg nur 25 Kilometer von Hitlers Wolfschanze entfernt. Schloss Steinort hat viel erlebt seit seinem Entstehen im 17. Jahrhundert. All die Geschichten könnten eine Serie füllen. Im Moment ist nur die klapprige Hülle zu sehen. Doch das ändert sich gerade. Oh, da ist aber einiges zu tun. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek. Das ist Julia, das ist Piotr. Cześć, Wagner. Cześć, Piotr. Cześć. Herzlich willkommen in Steinort. Dankeschön. Bei diesem Wetter leider. Piotr Wagner arbeitet für die Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz. Das hier war der Sitz der ostpreußischen Adelsfamilie von Lehndorf. Von denen ist einer besonders hervorzuheben, Heinrich Graf Lehndorf. Er war im Zweiten Weltkrieg mit an der Planung des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 beteiligt. Was war der Haupteingang? Das war der Haupteingang. Hier war auch eine Einfahrt zum Schloss. Also nicht den Weg, den wir jetzt hier von dieser Seite genommen haben, sondern hier. Das war natürlich auch Kopfsteinpflasterweg, das auch in meinen Ostpreußen auch üblich war. Ein bisschen Fantasie muss man sich das so vorstellen, dass die Kutschen hier
so reingefahren sind, von dieser Seite. Vorgefahren sind. Vorgefahren sind und dann haben sie hier dann geparkt. Der Hausherr hatte einen prominenten Untermieter, Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop. Der hatte sich hier selbst eingeladen und einquartiert. Ich gehe vor, weil das eine Baustelle ist, okay? Der Pole entschuldigt sich, wenn er vorgeht, weil immer die Dame vorgeht. Das habe ich schon gelernt von Robert. Ich darf immer vorgehen. Total irre. Anders geht's nicht. Diese Höflichkeit. Bitteschön. Ich mache die Alarmanlage aus. Man muss sich das mal vorstellen. Im Westflügel hat Ribbentrop als Dauergast logiert und ist von hier zum Führerhauptquartier gependelt. Während sich im Ostflügel der Schlossbesitzer Graf Lehndorf den Kopf zerbrach, wie man Hitler beseitigen könnte. Ohne dass Außenminister Ribbentrop etwas mitbekommt. Hitler war in der Wolfschanze. Er musste in der Nähe sein. Aber er wollte nicht als Außenminister im Bunker leben. Ja? Wie sollte er auch die Gäste empfangen? Aber der Heinrich von Lehndorf war jetzt nicht wirklich dafür, oder? Also das war doch ein Konflikt für ihn, oder? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. In dieser Zeit, als Ribbentrop 1941 sich einquartiert hat, Heinrich von Lehndorf hat auch bei diesem Attentat mitgewirkt. Ja. Also sozusagen vor seiner Nase. Von einer von den wichtigsten Leuten im Dritten Reich. Das klingt wie ein Krimi-Film, das ist eine wahre Geschichte. Ja? Kann man denn diesen Flügel noch sehen? Also kann man da jetzt noch was sehen, wo der Ribbentrop gewohnt hat? Ja, kann man oder sehen. Oder eher dort oder dort? Doch, da. Können wir gehen. Gehen wir erst in den bösen Flügel. Im bösen Flügel hatte sich Ribbentrop häuslich eingerichtet. Oh, wow. Das war die Küche? Das war die Küche und auch nach dem Krieg auch als Küche auch genutzt. Ich habe schon mal erwähnt, dass hier ein Kindergarten war. Also hier wurde auch für die Kinder gekocht und hier wurde auch das Essen auch ausgegeben. Und man hat auf alten Herd von Ribbentrop gekocht. Das ist der Ribbentrop-Herd? Ja, viele von den engsten Kreis von Hitler, die hatten Angst, dass sie vergiftet werden. Ja. Und die hatten immer Vertrauten, der auch für ihn die Speisen vorbereitet hat. Die haben immer köstlich auch geschmeckt. Und Ribbentrop hat auch immer die Familie von Lehndorf zum Essen eingeladen. Man dürfte auch nicht Nein sagen. Die müssen immer auch gemeinsam essen. Und in diesem Herd hat man auch dann gekocht. Die gesamte Ruine wurde für einen symbolischen Euro gekauft und wird seit einigen Jahren aufwendig saniert. Auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht. Das war wirklich hier einsturzgefährdet. Da sieht man auch hier die Rissen hier durch Injektionsarbeiten und langen Glasfaserstäben hat man auch die Wände zusammen geankert. Ja. Ich sage das, weil, glauben Sie mich, hier hat man schon Millionen eingesteckt und erstmal das Schloss dann auch abzusichern. Diese Arbeiten sieht man einfach nicht. Ja. Aber das ist auch meine auch wichtige Aufgabe, um den Gästen das auch darüber zu berichten. Fast 400 Jahre Geschichte werden mit polnischen und deutschen Stiftungs- und Spendengeldern wiederhergerichtet. Und in Zukunft wird hier ein Museum an ostpreußisches Leben erinnern. Aber bis dahin gibt's noch viel Arbeit. Was würde der Herr Lehndorf sagen, wenn er wüsste, was für eine Arbeit und Kraft hier reingesteckt wird? Ich traue mir nicht zu, das zu sagen. Also wirklich, also obwohl ich hier durch die Einheimischen als der junge Lehndorf genannt werde, was ich immer sage, das ist wirklich natürlich auch ein Scherz. Ja, er würde bestimmt auch glücklich sein, dass die Geschichte dann weitererzählt wird. Ja. Und das wollen wir hier machen. Und das machen wir hier immer Stück für Stück. Alles Gute. Die Geschichte weitererzählen, danke das hat Schloss Steinort wirklich verdient. Ganz herzlich nach Steinort eingeladen, ja? Ja. Und wir sind wieder. Danke. Wieder. Gerne. Ciao. Vielen Tschüss. Dank. Alles, Tschüss. War, alles immer, Gute. War immer nett. Do widzenia. Tschüss. Ciao, do widzenia. Kaum haben wir den Hafen von Steinort und diese Geschichte hinter uns gelassen, klart es auf. Wie passend. Masuren ist ja das Land der 1000 Seen. 2700 sollen es sein. Robert erklärt mir, wo die eigentlich herkommen. Unsere masurische Landschaft verdanken wir dem Gletscher. Ja. Nämlich bei der letzten Eiszeit. Mhm. Der Gletscher kam von Norden, also von dieser Seite. Mhm. Und der kam bis nach Krutyna, kann man sagen. Also bis zu der Stelle, wo jetzt die Krutyna ist. Mhm. Da haben wir die Endmoräne Landschaft, ganz im Süden Masurens. Mhm.
Als der Gletscher zu schmelzen begann, von dieser gewaltigen Eismasse wurden riesengroße Eiswürfel abgetrennt. Die lagen da alleine auf dem sandigen Boden. Ja. Und als die geschmolzen sind, da genau da entstanden kleine Vertiefungen, kleine Nischen, ja, die dann mit Wasser gefüllt wurden. Ja. Wir sind auf einem Moränensee. Die sind groß, nicht besonders tief, ganz oft mit vielen Buchten. Hat er gerade nicht besonders tief gesagt? Wir wechseln uns ab und Christian vom Ton darf auch mal ans Steuer. Kurz danach laufen wir auf Grund und ich sag mal so, ich war's nicht. Wir haben hier ein bisschen nie so besonders tiefere Stelle. Nicht so besonders. Und dann bist du. Da müssen wir jetzt mit dem Paddel. Laufen. Okay. Jetzt heißt es handeln. Pass auf, wir gucken jetzt erst in welche Richtung? Jetzt nach hinten. Meine Aufgabe ist, cool bleiben. Wir sind ja im Wind, das geht überhaupt nicht. Wir können ja nicht gegen den Wind jetzt stoßen. Hier sind doch überhaupt keine Warndinger, oder? Doch, an der linken Seite das sind da. Was bedeutet das denn? Da näher an dem Land, also an dem Schilf, sollte man nicht reinfahren. Das heißt, aber du bist eigentlich auf der richtigen Seite gefahren? Eigentlich ja. Also ist Robert unschuldig. Also die gute Nachricht ist, wir können hier nicht ertrinken. Ist nicht tief genug. Hier wird es noch flacher hier drüben. Du paddelst, ja, oder was? Wir bewegen uns keinen Doch, Zentimeter. Wir bewegen uns, das sehe ich an dem Untergrund. Robert ist offensichtlich durch und durch Optimist. Bei mir geht's so. Da bewegt sich gar nichts. Wir können doch nicht gegen den Wind paddeln. Das kriegen wir doch gar nicht hin. Guck mal hier, das Ding da. Da im Wasser? Aha. Das aussieht wie ein versunkener Rettungsring. Das ist die ganze Zeit hier. Wir kommen hier nicht weg. Hier können wir jetzt übernachten. Nein. Ich spüre nach dem, dass wir uns bewegen. Dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen. Und ich spüre keine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ich muss es aber beweisen. Und dabei hilft mir der Christian. Das ist eine gute Idee, das ist eine sehr gute Idee. Ich geh mal umrühren. Die Lage ist eindeutig. Titanic Light. Jetzt gibt's nur eine Lösung. Ich glaube, du musst rein. Ich kann das machen. Ich habe auch die Schuhe, passende Schuhe dafür. Hast du einen Neoprenanzug dabei? Ja, nein, so viel brauche ich. Du gehst nackig rein? Ich habe passende Schuhe. Oh, das ist ein echter Kerl. Ich koche dir dann einen Tee, ja? Ja, ich weiß jetzt sonst auch keine Lösung. Guck mal, ich habe was für dich vorbereitet. Na, das wird nur stören. Bei dieser Tiefe, das wird nur stören. Das Wasser hat 9 Grad. Ein guter Mann. Ja, ich glaube, wir bewegen uns schon. Robert ist frostsicher und unerschrocken. Ist es kalt? Nein, ich bade auch im Winter. Ach stimmt, hast du ja erzählt, du bist ja so abgehärtet, ne? Wahnsinn. Habe ich aber Glück. Liegestützen. Und machst Liegestütz. Ja, ich sehe deinen Trizeps. Wir alle sehen ihn jetzt. Okay.
Und jetzt? Jetzt glaube ich geradeaus fahren. War schnell, langsam. Bisschen rechts. Ja, ich bin zwischen, ganz rechts. Zwischen diesen zwei Bäumen. Da und da ist eine Bäume. Du bist so ein Held. Langsam, so langsam wie es geht. Zwischen zwei Bäumen. War das aufregend. Du hast uns gerettet. Du hast uns herausgeholt. Ich bekomme, glaube ich, Pfefferminztee. Du bekriegst einen Pfefferminztee. Nicht so schnell. Nicht so langsam, sehr langsam. Oh genau, wer hat eigentlich das Boot auf Grund gesetzt? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist? Namen? Er ist immer mit uns dabei. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Mit jeder Hürde, die wir meistern, wächst bei mir das Teamgefühl. Da sind wir genau richtig. Vor dem Kanal. Die masurischen Seen haben unzählige kleine Häfen. Man kann anlegen, wo man Platz findet. Als Steuerfrau bin ich inzwischen ganz gut. Ich komme in jede Lücke. Und auch Robert hat sich mit seiner Rolle als Hilfsmatrose abgefunden. Man steht übrigens immer ein bisschen unter Beobachtung von anderen Schiffskapitänen. Herzlich willkommen. Wir sind jetzt Nachbarn. Ja. Habe ich gut gemacht, oder? Aber super. Es geht schlechter. Ich habe nicht geglaubt, dass Sie das machen, dass eine Frau. Frau am Steuer. Manövriert haben in dieser Höhe. Habt ihr das gehört? Muss ich sagen. Habt ihr das gehört? Klasse. Muss ich Sie wirklich loben. Dankeschön. Das war gut. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Sommer in Polen. Das ist so schön. Morgen wird es besser sein. Ganz bestimmt. Ach, das duftet schon. Drei Männer, eine Frau. Völlig selbstverständlich hat sich da eine Rollenverteilung eingeschlichen. Liegt das am Land oder bin ich am Ende selbst dran schuld? Auf der anderen Seite haben die auch alle schon zu tun. Okay, die beiden Polen, die müssen Wurst essen, sonst fühlen die sich nicht wohl. Außerdem, so beschließe ich, ist genussvolles Spülen gut für die Seele. Der erste Kanal auf unserer Strecke, besonderer Kanal, das ist der, hier haben wir den masurischen Äquator. Das ganze Wasser in den masurischen Gewässern, schaue aber da vorne, wir sind noch im Kanal. Ja, ich schaue nach vorne. Das ganze Wasser in den masurischen Gewässern, das ist Regenwasser. Und von hier, das ist, sagen wir so eine symbolische Stelle, wo das Wasser beginnt von hier mehr nach Norden abzufließen und ein Stückchen weiter mehr nach Süden abzufließen. Wir gleiten durch den Talter See und sehen die Burg Rhein, die erst eine Deutschordensburg war, später ein Gefängnis und heute ein superschickes Hotel ist. Dann geht es weiter Richtung Süden. Ein paar Tourismus-Spezialisten in Mikowajki hatten vermutlich einen über den Durst getrunken, als sie den ehemaligen Fischerort Nikolaiken, das Venedig Masurens, tauften. Dafür brauche ich jedenfalls viel Fantasie. Abgesehen davon ist Nikolaiken aber zweifellos reizvoll und wirklich sehenswert. Eine Fischsorte wird hier gefeiert, die Stinte. Das ist ihr Boss, der sogenannte Stinthengst. Kann man einen Fischhengst nennen?
in Bezug auf die Größe, das heißt großes Fisch. Also ein großer Fisch ist ein Hengst? Ja. Wusste ich nicht. Okay. Und gibt es denn heute noch Stinte? Ja, aber selbstverständlich. Die kann man auch essen. Robert weiß natürlich, wo es den frischesten Fisch gibt. In der Kantine der Fischereigenossenschaft. Wir probieren gleich zwei lokale Spezialitäten. Stinte und Maräne. Maräne für mich. Bardzo. Und Stinte für mich. Dziękujemy bardzo. Probiere ich erstmal die Stinte. Wie gesagt, die sind so klein, die werden ganz auf die Pfanne gebraten. Ach, die sind ja gut. Die sind ja richtig gut. Toll. Schmeckt sehr gut. Zum Sattwerden muss man allerdings relativ viele von ihnen verspeisen. Die Maräne ist da schon etwas ergiebiger und auch gut. Ein bisschen forellig. Als ich kleiner war, habe ich viele Fische gegessen, weil damals waren Fische billig in Masuren. Nimm noch mal einen von dir. Bitte gern. Schmeckt mir besser. Ja? Ja. Stinte. Super. Nicht weit von Nikolaiken soll es noch ein paar wenige Ostpreußen geben, die nach dem Krieg in Polen geblieben sind. In Krutinnen finde ich ein solches Original. Und für diese Begegnung brauche ich Humor und Gelassenheit. Dobrze, tralala, die Mädchen sind zum Kissen da. Eckart mein Vorname. Guten Tag, ich bin Julia. Dzień dobry. Und das ist dein Romeo? Nee, das ist mein Kameramann, der Michael. Michael? Ja. Der Romeo ist zu Hause. Der Romeo ist zu Hause? Ja. Mensch, das Kind, auf ein paar Minuten kannst du doch einen wechseln. Auf mein weibliches Selbstverständnis prallen knapp 80 Jahre Altherrenwitz. Eckhard Rudnick ist einer der letzten seiner Art und deshalb macht er mich neugierig. Er nennt mich abwechselnd Mariellchen oder Miezekatz. Ich bin ganz aufgeregt, Eckhard. Ich? Ich? Oh mein Gott, hab keine Bange. Er kennt sich aus. Kameramann, komm mal her. Komm mal her, Kameramann. Du musst ja, er muss ja vorne sitzen. Der muss uns sehen, ja? Ja. Das macht Sinn. So, Kameramann. Kameramann, geh mal da nach vorne. Auf eine Bank, wo keine Kissen sind. Ja? Brubelchen. Eckhard hat viele Jahre lang Masurengäste wie mich im starken Boot über die Krutina gegondelt. Jetzt ist er nur noch selten auf dem Fluss. Na, trzyma male untermodpich. Ich pirsch mich von hinten ran. Ja, und so wurde hier gestärkt, wie siehst, Land der dunklen Wälder und kristaller See. Das ist so hier, so ist das. Das ist uraltes Gebäude da vor oben. Das ist altes Hotel. Sieht jetzt ganz ostpreußisch aus, ne? Ja. So wie ich mir das vorstelle. Und hier war ein Kurhaus. Und es ist immer noch ein Hotel. Auf dieser Flussfahrt tauche ich etwas tiefer in das ostpreußische Vokabular ein. Ich muss mal fragen, jetzt hier Robertchen, Mariellchen, macht man immer so ein Chen? Ist das Chen, so, das ist ostpreußisch. Das ist ostpreußisch? Ja. Chen. Mit dem Chen. Hier, Peterchen. Na. Nicht. Das ist so schöner gesagt. So. Na. Luderchen. Ist Luderchen was Liebes? Ja, nein, das ist auch so ein witziges Mädchen. Ein witziges Mädchen? Na. Was ist das Gegenstück vom Lorbas? Das weibliche Gegenstück vom Lorbas ist? Na, Lorbas, das ist ein pfiffiger Junge. Pfiffig, nicht frech? Ja. Nein. Ein Wofke? Na, so kannst du sagen. Und Mariellchen? Das ist ein Mädel. Ja, das aber. Das ist doch nicht freches Wort. Aber was wäre denn ein freches Mädchen? Wie würde die denn sein? Nein, da will ich dir nicht sagen. Da weißt du, wie sie heißen, die frechen Mädchen in Deutschland. Da will ich dir doch nicht sagen, das erklären. Da musst du dir das selber vorstellen. Muss ich mir das selber vorstellen? Ja. Also freche ist dann auch nicht positiv in dem Sinne. Na, siehste. Aha. Weil Mädchen nicht frech sein sollen? Na, nein, die sollen harmlos sein. Immer so Pugé machen. Weißt du das? Lassen Sie ein bisschen streichen. Aha. Das ostpreußische Rollenbild.
und ich lerne noch ein Wort. Wir fahren jetzt im Räuberkanal. Bitte Portemonnaies einstecken, sonst hier wird umgelagert. Mhm. Weißt du, was das ist, umlagern? Umlagern? Ja. Klauen. Das ist umlagern. Klauen ist ein hässliches Wort. Und umlagern ist so kulturell. Ich will ganz kulturell von Eckehard rauskriegen, warum er nach dem Krieg hier geblieben ist. Und dann bist du nicht vertrieben worden? Ich? Nein, also vertrieben wurde das hier so. Die, was hatten, große Volksgitter waren, die mussten heute auf morgen weg. Ja. Und hier unsere Ecke waren all solche kleine Pürzel. Wir sind hier geblieben und hier wollten sie uns nicht rauslassen. Bis 58 fing das langsam an, die Ausreise. Ich wollte ja auch raus, bloß habe ich gearbeitet in einer Spanplattenfabrik. Und wir haben viel von Bielefelder Ecke immer Maschinen gekauft und dann brauchten sie immer einen Dolmetscher. Mhm. Und da war der Eckart mit der Schnauze dabei. Weil der Eckart Polnisch und Deutsch konnte. Und Deutsch konnte. Nachher später, weißt du, wurde ich immer jünger. Und dann sagte ich, mobst dich aus, ich bleibe hier. Und gehst du, musst du jetzt ein Gnazdo swoje. Es sind ja nicht viele Deutsche wie Eckehard und seine Eltern nach dem Krieg in ihrer Heimat geblieben. Ostpreußen gehörte jetzt zu Polen. Und wenig überraschend gab es mit der polnischen Bevölkerung Konflikte. Auf einmal hatten es die Deutschen nicht leicht. Eckehard hat sich seinen Humor jedenfalls nicht nehmen lassen. Im Gegenteil, vielleicht macht er deshalb so viele Späße. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Madel, wenn das Schifferklavier an Bord so klingt. Ja, bitte sehr. Abfahrt. Wir fahren durch den Beldanensee Richtung Süden. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass wir das Boot in 2 Tagen schon wieder abgeben sollen. Stattdessen frage ich mich, wie es in diesem Gebiet im tiefen Osten Europas noch ohne Tourismus war. Nur wilde, unberührte Natur. Ursprünglich wurden die Seen für den Holztransport ins Königsberger Gebiet miteinander verbunden. Der Tourismus kam erst später mit der neuen Eisenbahnstrecke nach Masuren. Endlich die erste Schleuse. Die Schluza Gusjanka ist schon mehr als 120 Jahre alt. Die haben sich auch gedacht, oh, Frau am Steuer. Jetzt halten fest. Wir gehen jetzt 2 Meter nach oben. Es ist eine von 2 Schleusen auf der gesamten Seenplatte. Überall sonst haben sich die Wasserstände nivelliert. In Ruzhane Nida liegt der südlichste Punkt, den wir mit dem Motorboot befahren können. Nur Segelboote dürfen noch weiter. Eine Boje, Fender ist da. Deshalb geht es für uns von hier wieder zurück nach Nikolaiken. Haben wir Platz?
Robert bringt mich nach Gaukovo, früher Galkoven. Da gibt es ein Haus, das noch gar nicht so lange dasteht, wie man meinen würde. Der Besitzer ist ein polnischer Graf, Alexander von Potocki. Ich habe ja nicht oft mit Adligen zu tun. Da habe ich jetzt eine kleine Hemmschwelle. Cześć. Hallo. Guten Tag. Sander. Hallo. Sind wir. Das ist die Julia. Gut, da sind wir. Mal gucken, wir sind neugierig. Wir duzen uns. Krass. Wir befinden uns hier in dem Jagdhaus aus Steinhaut, das der Familie Lehendorf gehörte, in Steinhaut. Hier ist ein Bild von dem Gebäude, wie es in Steinhaut aussah. Es war eine totale Ruine. Wir waren in Steinhaut, wir haben den Rest der Ruine, also das große Haus. Ihr habt das große Haus gesehen. Ja, genau. Auf der linken Seite war dieses Haus. Das haben wir dann unter Denkmalschutz auseinandergebaut und das, was übrig war, wieder zusammengebaut. Und so sind wir jetzt hier in Gaukovo. Deiner Familie hat der Ort Gaukovo gefallen? Das ist ein bisschen mehr kompliziert. Bei jungen Männern ist es so meistens, dass da eine Frau ihm gefällt. Und ich habe mich verliebt in der Tochter des Gestützbesitzers. Und naja, so sind wir hier geblieben. Aber dann habt ihr gedacht, wir brauchen noch ein schönes Haus? Ja, also ich hatte so ein kleines Restaurant, ist im Pferdegestüt. Ja. Und dann brauchten wir ein Gebäude fürs Restaurant. Und so brachte ich meine Frau nach Steinhaut, zeigte ihr Steinhaut. Und sie sagte, ich bin ein bisschen verrückt, aber bitte probier es. Also und so habe ich. Das ist schon eine verrückte Idee, oder? Also eine verrückte Idee, ganz Haus Idee. Komplett von A nach B, 80 Kilometer. Du musst wissen, das war eine totale Ruine. Wir befinden uns genau jetzt hier in diesem Platz. Also hinter uns war gar nichts mehr. Ja. Und das war eine totale Ruine. Und, na. Wie lange hat es gedauert? 2 Jahre lang. Wow, das ist aber nicht lang. Ja. Ich musste meiner Frau zeigen, dass das möglich ist. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Tour durchs Haus. Durch das Offizielle und durch das Nicht-Offizielle. Wir gehen kurz mal in die Küche. Inoffizieller Teil. Inoffizieller Teil. Cześć, Chef. Hallo. Cześć. Dobre. Das ist Taras Witak, unser Chef aus der Ukraine. Der Küchenchef. Hier arbeiten Polen, Ukrainer, alle zusammen. Es sind auch unter uns Mädchen, die vor dem Krieg fliehen mussten. Nastja ist aus Kiew, ist vor dem Krieg geflohen. Ivanka kommt aus Lemberg, ist vor dem Krieg geflohen. Aber man muss die Leute kennenlernen, um zu sehen. Polen, ich bin sehr stolz als Pole. Polen hat sehr, sehr, sehr viele Ukrainer in ihre Häuser eingeladen. Die polnisch Ukraine-Geschichte wird endlich normal. So wie früher, ich bin halb deutsch, halb polnisch, wie die deutsch-polnische Geschichte normal geworden ist. So, do widzenia. Do pobaczenia. Das ist auf Ukrainisch. Als wir das erste Mal in diesem Haus waren, dann hing diese Treppe. Hier war gar nichts mehr. Sie hing einfach so. Hier wird Yoga trainiert. Alex? Menschen, Achtung! Muss immer nach viel kommen. Polnisch. Ja. Die hängen auch einfach so. Polen. Hier ist wiederum die Bibliothek meiner Mutter. Meine Mutter, bitteschön. Die ist ja bekannt. Jetzt wird's spannend. Meine Mutter war der erste deutsche Korrespondent in Polen der deutschen Presseagentur, Renate Marsz-Potocka. Ja. Da ist ein Foto von ihr. Sie hat einen polnischen Grafen geheiratet und war gut befreundet mit der Zeitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff, die sich für die deutsch-polnische Aussöhnung eingesetzt hat. Und zwar trotz eigener Verluste als Ostpreußin. Deren Cousin wiederum war der Besitzer von Schloss Steinort und damit auch von diesem Jagdhaus. Da schließt sich der Kreis. Das war toll. Und ich hoffe auf Wiedersehen in Masur. Sehr gerne. Und vielen Dank. Habt noch eine schöne Zeit. Alles Gute. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się. Hej. Mir hängt das gerade nach. Ich frage mich, ob Versöhnung immer möglich ist. In diesem Fall war es ja so. Sie kostet einen halt oft was. Aber dafür gibt es dann auch einen Gewinn. Zum Beispiel Freundschaft. Hier haben wir ein Naturdenkmal. Das ist ein berühmtes Wahrzeichen von diesem Naturschutzgebiet. Die verliebte Paar. Das verliebte Paar. Das verliebte Paar.
Bei uns muss man nicht so genau darauf achten. Ach so, nee, ich auf bin jeden auch Fall. Offen. Wollte auch nicht streng sein. Also das verliebte Paar. Das verliebte Paar. Da haben wir das königliche Kiefer. Was haben wir da? Das königliche Kiefer. Nochmal langsam. Das königliche Kiefer. Die königliche Kiefer. Mann, das ist sehr kompliziert und teuer. Eine königliche Kiefer. Und wieso heißt die königliche Kiefer? Das ist eine besondere Art von Kiefer, weil die sind sehr hoch. Die können sehr hoch sein. Ist das die linke oder der rechte? Kiefer ist doch die linke. Hier, die linke. Und von dieser Perspektive sieht das so, als ob die sich da mit umarmen. Aber die Eiche ist ein bisschen verliebter als die Kiefer, ne? Ja, so sieht das aus. Also die Eiche schmeißt sich so ein bisschen ran an die Kiefer. Die Kiefer ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Und die Eiche ist, lieb mich doch. Gehen wir weiter. Nein, gehen wir hin, gucken wir uns an. Wir gehen. Man darf die Verliebten nicht stören. Nicht stören. Man darf die Verliebten nicht stören. Oh, das ist schön. Heute haben wir richtig Glück, ne? Können Dinge zusammenwachsen, auch wenn sie unterschiedliche Wurzeln haben und anders gedeihen? Offensichtlich gelingt das manchmal. Dann liegt es vielleicht an dem gemeinsamen Grund, auf dem sie stehen und der sie verbindet. Ich denke über Verbundenheit nach und über Völkerverständigung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilfreicher ist, auf das zu blicken, was uns mit anderen verbindet, als auf das, was uns trennt. Ich glaube, Robert tickt auch so. Einen Schlenker will Robert noch machen, in den kleinen Ort Zondern, heute Chandri. Als er noch Reiseleiter war, war er oft hier. In dem kleinen Museum von Christel Dikti. So, wir gehen jetzt in das Elternhaus von meinem Mann, dass er das weiß, was das für Haus ist. Okay. Nicht? Überleg mal, ich bin hier eingeheiratet in das kleine Haus mit Schwiegereltern, mit Schwiegervater und Schwiegermutter und wir beide mit Klaus. Nicht? Deshalb, das war schon ein enges Haus. Für zwei Familien, der war schon eng. Und für kleine Menschen, oder? Nein, Schwiegervater war ganz groß. Früher waren die Häuser so niedrig, wenn das heißt, die mit der Wärme, das war kalt. Mhm. Und die haben dann so kleine Tierchen, kleine Fensterchen. Denn jedes masurische Haus hat zwei Eingänge gehabt. Öfter haben die Gäste sich in der guten Stube, weißt du doch selbst, immer in guter Stube, ne? Weiß ich doch selbst. Ja, ja, ja. Na, hier, das hier war Schlafzimmer für alle? Ja, ja, aber nachher, wie ich hier kam, da hatten wir hier Schlafzimmer gehabt und Schwiegereltern dann da. Christel hat hier alles gesammelt, was an das Leben in Ostpreußen vor dem Krieg erinnert. Mich interessiert, was Ostpreußen für Christel heute noch bedeutet. Dafür setzen wir uns quasi mitten in die Ausstellung. Das ist doch schön, hier kann man doch gut sitzen. Ja, ja, ja. Da sitzen wir stilgerecht in der guten Stube. Ja, 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 nicht? Toll. Na, viele fragen, sind wir Polen oder Deutsche? Wir sind Deutsche. Das vielen, und überleg mal, der Sport und alles, wir sind immer für Deutsche. Ist komisch, aber so ist, ich sage die Wahrheit. Aber wenn wir in Deutschland sind, das Deutschland ist uns auch fremd. Wir haben da Familie, wir besuchen die, aber das zieht uns nach Hause. Ich konnte sich nicht vorstellen, in Deutschland zu leben. Christel ist 10 Jahre nach Kriegsende geboren. Die Familie ihrer Schwiegereltern hat hier seit vielen Generationen einen Bauernhof.
wenn auch Schwiegervater im Krieg war, Soldat. Und der kam dann, ich weiß nicht, 47, glaube ich, 2 Jahre nach dem Krieg nach Hause. Nicht? Und da hat er gesagt, in Deutschland gibt es nichts zu essen, ist Armut. Wir bleiben hier. Hier haben sie selbst produziert, das Essen. Nicht? Aber hier war doch das Leben auch schwer. Wir sind dann in die Schule gegangen. Und wir haben uns ausgeschimpft, ganz schön. Von Deutschen und Polen, das ging es auch. Brieglerei war ja richtige. Weil ihr Deutsche wart? Ja, ja, doch. Das hat man gemerkt. Wir hatten immer die Zeugnisse gehabt, nicht so große wie die polnischen Kinder. Wir waren immer wie als Deutsche, nicht? Ihr habt schlechtere Noten bekommen? Ja. Immer. Immer. Du konntest dich den Vers vergessen nie. Ich hast du den Vers sich ausgelernt, sodass du konntest 100%. Nicht? Und dann hast du als Fünfer so eine 4 gekriegt. Oh. Ja, aber das konntest nichts machen. Diese Frau, das merke ich, ist vom Typ nicht unterkriegen lassen. Mit ihrem Museum hat sie viele Menschen berührt. Ich bin keine geschulte Historiker, ich bin einfache Bäuerin. Ich habe auch ganz wenig Schule, ich habe nur Grundschule. Ihre ostpreußische Sammlung hat zig Gästen die Tränen in die Augen getrieben. Erinnern hatte eine Frau, die ist ohnmächtig geworden. Die hat den Koffer gesehen hier von der Flucht. Da so in der Ecke, ich weiß jetzt nicht, habe ich gar nicht geachtet, oder er steht da noch. Denn da brachte eine Frau, die mit 7 Kindern auf der Flucht gegangen ist. Und die war auf Gustloff. Und die hat sie gerettet, aber hat sie gesagt, tausende Koffer haben geschwommen auf dem Wasser. Und als sie diesen Koffer gesehen hatte, ist sie ohnmächtig geworden. Dann schnell nach draußen nicht und dann konnte sie nicht mehr ins Museum rein. Überleg mal, das war schon ein Erlebnis. Ja. Christel muss sich jetzt wieder um ihren Mann kümmern, den sie seit seinem Schlaganfall pflegt. Bicken. Unterkriegen ja, lässt sie sich aber auch davon ja, nicht. Selbst ich muss sie bicken. Na, die sind schon ein bisschen größer. Dankeschön für alles, Christel. Na, alles Gute. Danke. Mariellchen, ja. Mariellchen. Robert, ja, nicht? Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, ja. Na, nicht. Tschüss. Ich gehe das Lichtchen ausmachen. Für Robert und mich heißt es jetzt tapfer sein. Das war die letzte Nacht auf dem Boot. Ich hab alles. Oh. Nicht ausgetrunken. Oh, das lohnt sich sogar. Tipptopp. Tipptopp. Der Mann von der Bootsvermietung kontrolliert das Hausboot auf Mängel. Alles tipptopp. Danke, Barto. Do widzenia. Es war eine Woche auf dem Boot. War toll, war richtig war toll. Bis vor kurzem war Masuren für mich nur ein Fleck irgendwo oben rechts in Polen. Aber jetzt ist die wilde Landschaft aus Seen und Wäldern auch für mich ein echter Sehnsuchtsort geworden. Und mein Leben um eine Reise und einen guten Freund reicher.